Herzlich willkommen zum fünften Living Room Gottesdienst zu Hause. Schön, dass Sie dabei sind und auf diesem Wege mit uns feiern. Viele von Ihnen sitzen jetzt in Ihren Wohnzimmern und darum heißt unser Gottesdienst ja auch Living Room, Wohnzimmer. Living Room bedeutet aber auch Lebensraum, Raum zum Leben, weil wir gerade jetzt in dieser Zeit Räume brauchen, in denen unser Herz stark und unsere Seele weit wird. Gott ist hier, hier bei mir, bei Ihnen zu Hause oder wo immer Sie gerade sind. Als Zeichen unserer Verbundenheit miteinander zünde ich eine Kerze an. Mein Name ist Miriam Kühlmer-Vogt, ich bin Pfarrerin und ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Propst Oliver Albrecht, der uns erzählen wird, was ihm Kraft und Hoffnung gibt. Und wir werden darüber reden, was die aktuelle Situation gerade für Familien bedeutet. Natürlich bringt die Corona-Pandemie für jeden und jede Einschränkungen mit sich. Trotzdem gibt es Menschen, die sagen, ich nehme neu und bewusst wahr, wofür ich dankbar bin. Darum spielen wir zu Beginn ein Kinderlied der Künstlerin Anke Drape mit Bildern von Leuten, die trotz des Virus schöne Momente erleben. Ich bin dankbar für alles, was ich habe, für die Sonne, für die Wolken, für die Nacht und für den Tag. Ich bin dankbar für alles, was ich hab, eine Welt, in der ich lachen und auch weinen darf. Danke, liebe Mama, du bist immer da. Danke, lieber Papa, du bist wirklich wunderbar. Danke, liebe Freunde, ihr könnt mich verstehen. Mit Freunden ist das Leben wunderschön. Ich bin dankbar für alles, was ich hab, für die Sonne, für die Wolken, für die Nacht und für den Tag. Ich bin dankbar für alles, was ich hab, eine Welt, in der ich lache und auch weinen darf. Danke, Gottesdienst heißt, wir kommen mit Gott in Kontakt. Darum möchte ich beten. Liebevoller Gott, inmitten der weltweiten Krise erleben wir Momente, für die wir zutiefst dankbar sind. Aber es gibt eben auch vieles, das uns Sorge bereitet, uns Angst macht und uns das Herz beschwert. Mit all dem, was uns bewegt, dem Leichten und dem Schweren, dem Fröhlichen und dem Traurigen, dem Hellen und dem Dunklen, dem Lachen und dem Weinen, dem Hoffen und dem Verzagen, kommen wir zu dir und bitten dich, halte uns, tröste uns, geh mit uns, erfülle uns mit deiner heilsamen Liebe, die immer gilt. Amen. Wie geht es in der Krisenzeit Menschen, die in schwierigen Verhältnissen leben? Wie sieht es in den Kinderheimen aus und wie kommen Familien zurecht, die auf einmal Tag und Nacht auf engem Raum miteinander auskommen müssen? Hier ein paar kurze Eindrücke. Keine Schule, kein Sport, keine Freunde, kein Toben auf dem Spielplatz. Und dann alle zu Hause in einer oft
viel zu kleinen Wohnung. Ich mache mir gerade große Sorgen über die Menschen und die Kinder, die mit ihren Eltern in ganz engen Verhältnissen leben, die der Aggression und auch der Frustration absolut ausgesetzt sind. Sagt Karin Hucke, die in einem der vielen zurzeit überfüllten Kinderheime in Hessen arbeitet. Ähnlich sieht das auch Bernd Siegelko, der Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks Die Arche. Er erklärt in einem Interview mit HR Info: Die abgehängten Menschen, mit denen wir arbeiten, die schon immer das Gefühl hatten, es kümmert sich niemand um uns, sind jetzt noch mehr allein. Wie bekommt man als Hilfswerk Kontakt zu Kindern, die oft nicht mal ein Handy oder ein Notebook besitzen? Nochmal Bernd Siegelko. Naja, wir haben die Arche-Türen zugeschlossen, aber unsere Herzen weit aufgemacht. Jetzt gehen die Mitarbeitenden direkt zu den Familien, bringen Lebensmittel, organisieren gebrauchte Handys, machen Smalltalk und entwickeln Aktionsprogramme, die die Familien zu Hause umsetzen können. Und vielleicht spüren die Kinder und Jugendlichen gerade dadurch, hier ist jemand, der an mich glaubt. Möglicherweise, weil es einen Gott gibt, der an mich glaubt. Lieber Oliver, schön, dass du da bist. Du bist ja als Propst gewissermaßen der oberste evangelische Seelsorger des Rhein-Main-Gebiets. Wo nimmst du aktuell besondere Nöte wahr? Ganz frisch komme ich von Eindrücken und Gesprächen, wo Menschen nicht in der Form, wie wir es kennen und wie wir es brauchen, Beerdigungen feiern mussten. Neben allem anderen ist das, finde ich, die größte Not. Es ist eine Not natürlich zuallererst für die Angehörigen. Es ist aber auch eine Not für unsere Pfarrerinnen und Pfarrer, das würdevoll zu gestalten, achtsam zu sein auf alles, auf was man jetzt aufgrund der Pandemie achten muss, aber auch liebevoll und sorgfältig diese Situation, diese 20, 30 Minuten auf dem Friedhof im Freien zu gestalten. Das ist eine ganz große Herausforderung. Die Seelsorge am Ende und in den Krisen des Lebens, die ist unbeschreiblich erschwert zurzeit. Und das Zweite, was ich wahrnehme, ist, dass vielen Familien die Energie ausgeht, mit den Kindern auf engstem Raum die Zeit gut zu füllen. Es gibt Menschen, die da vielleicht schon immer, sagen wir mal, denen das schwer gefallen ist, aber selbst die, die wirklich wunderbare Eltern sind und die das alles toll hinkriegen, sind so inzwischen mit den Nerven, muss man leider sagen, ein bisschen am Ende. In unserem Beitrag ging es ja besonders um die Kinder, die waren da im Fokus. Welche Folgen siehst du durch die Corona-Krise für Ehen und Partnerschaften? Ich glaube, dass diese Krise, und das gilt in vielen Bereichen, ein Vergrößerungsglas ist über alles, was vorher schon da war. Ich glaube, dass glückliche Menschen in so einer Zeit manchmal fast noch glücklicher werden können, weil sie auch viel Zeit auf einmal miteinander haben, weil Abendtermine in dieser Weise nicht stattfinden. Aber dass Menschen, die mit Sorgen in diese Krise reingegangen sind, dass die teilweise auch noch unglücklicher werden können. Dass Beziehungsprobleme, dass gesundheitliche Probleme, dass auch Süchte zum Beispiel in so einer Krise so schmerzhaft überdeutlich werden, dass man es nicht mehr aushält und davonrennen möchte. Man muss sich nur mal vorstellen, man hätte jetzt, wäre in so eine Phase reingegangen mit der Idee, dass wir uns trennen müssen in einer Ehe, ja. Und jetzt sitzt man zusammen, vielleicht am Schluss noch in Quarantäne. Es sind unvorstellbare Geschichten. Und beides nehme ich wahr, dass wirklich Menschen sagen, es ist auch ein Segen und ein Glück. Wir können es zusammen und wir können es alleine aushalten. Und da, wo es zerbrechlich war, da geht jetzt vieles ganz kaputt. Wir haben dich gebeten, etwas aus deinem Lebensraum, aus deinem Wohnzimmer mitzubringen. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe einen Engel mitgebracht. Wir haben im Wohnzimmer so eine Musikecke und um die Musikecke stehen das ganze Jahr, nicht nur zu Weihnachten, diese Weihnachtsengel, weil ich gemerkt habe, wie unbeschreiblich wichtig die Musik in dieser Zeit geworden ist. Ich selbst spiele Trompete und Akkordeon und du kennst ja auch diese Geschichte, dass die Posaunenchöre jetzt nochmal mit Abstand und allem viel Hoffnung auf die Straßen, auf die Plätze gebracht haben. Ich selber stehe mit meinem Akkordeon oft abends in der Einfahrt und spiel nicht nur Der Mond ist aufgegangen, sondern für Italien auch immer noch einmal Bella Ciao. Und das ist was Wunderbares. Einmal in der Öffentlichkeit auf den Straßen, aber ich muss persönlich sagen, es ist für mich nach einem aufregenden Tag mit viel zu vielen Videokonferenzen auch tröstlich, mich selber einfach nochmal hinzusetzen und ein paar Choräle
auf dem Akkordeon zu spielen. Erstaunlicherweise habe ich Paul Gerhardt Lieder nochmal neu entdeckt, der ja eine ganz andere, aber doch erschreckend ähnliche Krise versucht hat, in seinen Liedern im Glauben irgendwie zu gestalten und zu überwinden. Das ist, finde ich, sehr tröstlich, auch für einen selber. Und das heißt, du sitzt draußen und andere hören dir auch zu? Kriegst du Rückmeldungen? Genau, also ich wohne jetzt in einem feinen Wohngebiet, bin sehr privilegiert und es gibt Fenster und Türen, die aufgehen. Und mit manchen habe ich auch E-Mail-Kontakt und da habe ich dann, weil ja nicht alle die Paul-Gerhardt-Lieder auswendig können, auch die Noten, die Texte mal rübergeschickt und so. Also von daher gibt es auch zaghaften Gesang. Ja. Das heißt, das Balkonsingen, das wird so eine neue Form der Vergemeinschaftung. Ja, bei allem, was man da auch kritisch, in letzter Zeit kamen ja auch viel kritische Stimmen, also, aber das ist auch so ein Kennzeichen. Ich finde, in dieser Zeit muss nicht alles perfekt sein. Also ich spiele seit 2 Jahren Akkordeon, das ist kein Kunstgenuss, darum geht es nicht. Ja? Und es ist bei vielen anderen Ideen, die gerade sind, dass wir sagen, es geht jetzt nicht um Performance, um Perfektion, es geht darum, dass wir diese Zeit irgendwie gemeinsam aushalten. Man sagt ja inzwischen, diese Krise verändert auch die Kirche in digitaler Hinsicht. Was siehst du noch an Veränderungen für die Kirche, die durch die Krise sein werden? Also ich finde es zunächst mal, muss ich auch ehrlich sagen, schon auch traurig, dass wir nicht in gewohnter Weise Gottesdienste feiern können. Ich gehöre zu den Menschen, die am liebsten jeden Sonntag in die Kirche gehen und mir gibt es, auch wenn ich nicht im Dienst bin, unbeschreiblich viel. Was aber sich entwickelt hat in diesen 4 Wochen, ist, dass wir raus aus den kirchlichen Gebäuden, gezwungenermaßen, aber dann doch in einer fröhlichen und kreativen, diakonischen, musikalischen, seelsorgerlichen Weise gegangen sind. Also dieses auf den Straßen wieder sein, ja, da wo wir Christinnen und Christen ja eigentlich hingehören. Dass wir aber eben es nicht beim Kreativen lassen, sondern dass wir auch das Diakonische, die Umstrukturierung der Tafelarbeit, dass Menschen Essen gebracht wird. Und es wird Menschen, in einem Beispiel haben wir es in der Landeskirche gehabt, das hat auch Furore gemacht, dass es nicht nur Essen, sozusagen das täglich Brot gebracht wird, sondern auch die geistliche Nahrung gab. To-go-Andachten, du konntest bei einer Pfarrerin, konntest du sozusagen Andachten bestellen, sie kamen dann mit der Gitarre unter den Balkon und so weiter. Also diese Idee, dass christlicher Glaube auf die Straßen und die Plätze und zu den Menschen gehört, das ist, finde ich, eine Riesenentwicklung. Das andere ist, dass dann in vielen Fällen auch tatsächlich in den Häusern wieder sowas entdeckt wurde wie eine Morgenandacht. Also ich habe eine befreundete Familie, die sind gar nicht so extrem kirchlich. Die sind mit ihren 4 Kindern auf einmal da, die auch im Studium schon waren, auf einmal zurückgekommen sind. Die haben gesagt, wir brauchen eine Tagesstruktur. Und die feiern jetzt eine Morgenandacht, ja. Das gemeinsame Singen. Es gibt Familien, die auf einmal mit Tischgebet wieder anfangen, wo man dachte, das hat sich eigentlich komplett erledigt. Also, dass der liebe Gott vielleicht zurzeit in den Kirchen nicht so viele Menschen antrifft, aber in den Häusern. Und das, finde ich, ist der nächste tröstliche Gedanke. Und ich hoffe, dass wir einen Teil von diesem Spirit und dieser Idee, dass wir das sozusagen mit in die Zeit nach Corona, die es geben wird, auf alle Fälle, dass wir das mit reinnehmen. Ja, die Kirche kommt nach Hause. Du hast uns ein Bibelvers mitgebracht, der dir jetzt in dieser Zeit oder auch sonst im Leben Mut und Kraft gibt und den hören wir jetzt. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der Satz klingt schön, ärgert mich aber. Und weil Ärger mich weiterbringt, habe ich diesen Vers heute Abend mitgebracht. Ich lese den nämlich anders. Ich zerlege ihn, um mit diesem Satz klarzukommen. Ich sage, Gottes Kraft ist mächtig. Und dann? Deswegen kann ich mich um die Schwachen kümmern. Ich halte es für christlichen Glauben. Erst Gottes Kraft erfahren, dann sich um andere in Nöten kümmern. Erst das eine, später das andere. Das geht nicht mit diesem ärgerlichen Satz. Er sagt zu mir, du wirst Gottes Kraft in der Schwachheit erfahren. Nicht vorher, nicht dran vorbei. In der eigenen Schwachheit, in den Dingen, um die ich einen großen Bogen mache. Meine Tabus, meine wunden Punkte vielleicht sogar. Ich bin gern mit Gott im geordneten
Teil meines Lebens unterwegs. Aufräumen, das tue ich lieber Mutterseelen allein. Denn wer weiß, was ich da alles finde. Es tut aber nicht nur weh, es tut auch gut, am wunden Punkt berührt und geheilt zu werden. Und es führt kein Weg dran vorbei, wenn es gut werden soll, wenn es richtig gut werden soll. Denn gut, das heißt für mich frei und befreit von allem, was ich aus Angst und Ärger tief in mir vergraben habe. Gottes Kraft will in meiner Schwachheit mächtig werden. Und was in uns gilt, das gilt auch zwischen uns. Christsein, das heißt doch mehr als den Schwachen helfen. Unser Glaube kann davon ausgehen, dass Gott mit seiner ganzen Kraft bei den Schwachen auf uns wartet. Für die Schwachen eintreten ist also keine Tat, die auf den Glauben folgt. Für die Schwachen eintreten, das ist schon Glaube. Glaube an Jesus Christus. Was ihr den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Also nicht erst Glaube und dann Liebe, nicht erst Kirche und dann Diakonie, sondern beides in einem Atemzug. Das ist für mich christlich. Wir denken von den Schwachen her. Nicht, weil wir so nett sind, sondern damit Gott zum Zuge kommt. Dort sitzt die Kraft, die die Welt retten kann. Hört sich schön an, ist aber extrem unbequem. Heißt nämlich, Gott schiebt gerade die Gardinen vom Fenster eines vollkommen verrammelten Altenheims, weil er ins Freie schauen will. Ich erspare uns weitere Beispiele. Gottes Kraft kann nur zum Zuge kommen, wenn wir jetzt in dieser Krise von den Schwachen her denken. Auch und gerade als Kirche nicht nach unserer Bedeutung fragen, nicht andere mit unseren Interessen beschäftigen. Es ist schön, dass sich jetzt manche kluge Gedanken machen, wie wir vielleicht nach dem 10. Mai in ganz kleiner Runde mit Schutzmasken und Sicherheitsabstand wieder Gottesdienst feiern können. Mich aber treibt fast mehr noch die Frage um, was eigentlich der wahre Gottesdienst ist. Der Dienst, in dem Gottes Kraft mächtig werden kann. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Zu jedem Gottesdienst gehört die Fürbitte, in der wir Gott ans Herz legen, wer und was uns wichtig ist. Liebevoller Gott, wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen, die sich nach ihren Freunden sehnen. Und besonders für die, die es zu Hause schwer haben, die in Flüchtlingslagern leben oder unter Gewalt leiden. Wir bitten dich für Eltern, die nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Für die Paare, denen in der Enge der Zweisamkeit die Liebe verloren geht. Für die Alten, die ihre Angehörigen lange nicht mehr sehen konnten. Und für die Trauernden, die einen geliebten Menschen durch Corona verloren haben. Stell du ihre Füße auf weiten Raum. Tröste ihre Seelen. Stell ihnen Menschen zur Seite, die helfen, und verleihe ihnen neue Perspektiven. Gott kennt unsere Herzen und hört unsere Gebete, das Gesagte und das Ungesagte. Gemeinsam mit allen Christinnen und Christen dieser Welt beten wir das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat, das Vaterunser. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und schenke dir Frieden. Amen. Diesen zeitlos schönen Segen wollen wir auch singen. Sie können ihn sich zusingen lassen oder mitsingen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir sein über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das ist eine starke Zusage. Es wird wieder hell. Ich bedanke mich herzlich bei Propst Oliver Albrecht, bei unserem engagierten kleinen Produktionsteam und bei der Evangelischen Akademie Frankfurt, bei der wir hier zu Gast sind. Wenn Sie etwas auf dem Herzen haben, für das wir beten sollen, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail: livingroom@ekhn.de. Feiern Sie auch nächste Woche mit uns Gottesdienst, wieder am Freitag oder zu jedem späteren Zeitpunkt online abrufbar. Zu Gast nächste Woche ist Anke Leutholz, sie ist Seelsorgerin am Frankfurter Flughafen. Das war Living Room, der Gottesdienst zu Hause. Ich hoffe, Sie haben gespürt, wir können auch auf diesem Weg Gemeinde sein. Bleiben Sie behütet, gesund, vernünftig und hoffnungsvoll.